Schönen guten Morgen aus Brighton. Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, zum dritten Teil meines England-Trips. Ich bin jetzt gerade noch in Brighton bei traumhaftem Wetter und jetzt geht's mit dem Bus nach London und dann steht da an, der absolute England-Kracher Arsenal London gegen Liverpool. Ein perfekter Abschluss für diesen Trip und ja, jetzt geht's ab nach London. Ich nehme euch natürlich mit. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Ciao. 2000 Jahre später. Leute, ich bin in London angekommen. Hinter mir, oh, Pferdemarsch. Was mir wieder passiert ist heute, eine Horrorfahrt, eine absolute Tortur, weil keine Züge aus Brighton direkt nach London fahren heute. Die Busse waren ausverkauft. Ich musste mich jetzt durchschlagen über zwei verschiedene Busse und so weiter. Ein Horrortrip. Aber in jedem Schlechten steckt auch was Gutes. Ich habe einen ganz tollen Kerl kennengelernt, Amos aus Uganda. Es war meine Ehre. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Er musste auch nach London und es war eine ganz geile Fahrt. Schön, dich kennengelernt zu haben. Wir treffen uns auf jeden Fall wieder. Und ja, das war das Gute an dem Ganzen. Und ja, Sightseeing fällt jetzt ein bisschen aus, muss ich sagen, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich habe aber in den alten Videos schon einiges von London gezeigt. Deswegen würde ich sagen, geht's jetzt ab ins Stadion. Ich freue mich riesig drauf. Vamos! Bisschen kann ich euch ja zeigen, hier diese typischen englischen Häuser, diese Eingänge und auf der Seite auch so ein typisches englisches Pub. Bin jetzt gerade in Paddington, steige jetzt in die U-Bahn und was ich noch filme, nehme ich einfach so mit. Also heute hakt es ein bisschen. Jetzt laufe ich hier in den U-Bahn-Schächten rum. Wieder falsch, läuft der Zug nicht. Das ist Wahnsinn. Heute hakt es irgendwie. Aber ich schaffe es irgendwie in Stadion, schaffe ich es. Außer Atem. Hä? Mir läuft die Soße runter. Es ist unglaublich. Eine Tortur heute. Normal habe ich nie ein Problem, ins Stadion zu kommen. Heute ist es richtig harte Arbeit und die soll belohnt werden. Deswegen lasst mir doch ein kostenloses Abo da. Daumen nach oben, hilft mir weiter. Und ihr verpasst die nächsten Stadion-Vlogs nicht. Ersten Arsenal-Fans auch getroffen hier. Jetzt weiß ich, dass der Weg langsam richtig ist. Ja, Tabellensituation sieht folgendermaßen aus. Liverpool auf dem zweiten Platz, Arsenal auf dem vierten Platz. Wer also weiter oben mit dabei bleiben will, muss heute gewinnen. Ich erwarte ein richtig geiles Spiel mit vielen, vielen Toren. Erstes Pub hier in der Nähe vom Stadion und man sieht, die Leute genießen hier ihr Bierchen vorm Spiel und werden dann gleich ins Stadion gehen. Und hier ums Eck kommt gerade der Bus von Liverpool an. Gut gespottet. Geil, dass ich die noch erwischt habe. Da sind sie. Zwei Busse. Und hier der Mannschaftsbus von Arsenal London. Nein, kleiner Spaß. Auf dem Weg zum Stadion gibt es typisch englisch auch hier immer so Essensstände, Burger. Und was haben wir da? Pizza. Alles am Start. Und da strahlt schon leicht raus das Emirates Stadium. Und hier ist es, das Emirates Stadium, fast ca. 61.000 Zuschauer, wird heute proppevoll sein und ich bin gespannt, wie die Stimmung heute ist bei so einem Spitzenspiel. Vorm Stadion wird hier auch noch gute Musik gemacht, die rappen ein bisschen die Jungs, alles ganz gechillt momentan. Vom Stadion werden auch nochmal die Fans hier interviewt, was sie zu dem Spiel sagen, hier auf der Seite auch und alle sind schon vorfreudig aufs Spiel. Ich muss schon sagen, das ist schon ein richtiger Pott, also schaut richtig monströs aus. Mal schauen, wie es innen ist. Hier stehen auch die zwei Kanonen für ihren Teamnamen, die Gunners. So, wir haben drei Gunners hier, Elfie, Wilfried und... Ja, Gunners, ja. Yeah, okay. What is the prediction for today? I think that it's going to be 2-1 to Arsenal. 2-1 to Arsenal, okay. I'd have to agree, 2-1 to Arsenal, a late winner. Okay, perfect, and you're up. 1-1, but I want 2-1. Okay, but Arsenal wins. Yeah, yeah. And Lola also needs to go. Okay, what is your prediction? I think we're going to win 1-0. 1-0? So hope so Arsenal wins. So I wish you all the best. Thank you very much. Danke schön. Thank you. Have you got tickets, though? Yeah, yeah. I have tickets. So, nice to see you. Good luck. All the best. See you on YouTube. Yeah, see you. Thank you. Bye-bye, see you. Matchschal schon gekauft, muss immer sein und jetzt geht's aber schnell in den Fanshop rein, mal schauen, was es da so gibt.
Mein persönlicher Tipp heute ist ein 2:2. Ich gehe also auf Unentschieden und ja, habe mir gerade noch einen Arsenal-Schal gekauft. Ich habe einen guten Freund, Wange, wenn du das siehst. Heute bin ich Arsenal-Fan. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Stadion zu den Plätzen. Hinter dieser Glaswand ist so eine Lounge, auch wo die Leute gerade chillen und genießen das Essen vorm Spiel. Und da ist nochmal das Wappen. Arsenal, Emirates Stadium. Das ist heute mein Eingang, Eingang H, hier geht's rein. Drückt mir die Daumen, dass ich heute von Anfang an am richtigen Platz sitze und das Spiel genießen kann. Oh, in England wieder die engen Dinger hier, Wahnsinn. Und drin sind wir. Im Eingangsbereich, typisch für Engländer, stehen alle hier draußen, trinken ihr Bierchen. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Engländer immer relativ kurz vor knapp erst zu ihren Plätzen gehen. Hoppala. Ich check's schon wieder nicht. Hier steht Block 110 und hier geht's zu 10 und 13 und da zu 14 und 17. Na, bitte nicht schon wieder. Da sieht's jetzt besser aus. Block 110, da muss ich lang. Hier durch und Treppe hoch. Ja, viele haben mich wieder gefragt, was ich für das Ticket heute bezahlt habe. Ich habe es beim Old Firm Derby schon gesagt, das ist scheißegal. Es sind Träume, man erlebt sowas nicht jede Woche. Und deswegen einfach machen und loslegen. Bevor ich später vergesse, möchte ich eines ganz, ganz dringend loswerden. Ich möchte mich bei allen bedanken, ja, die mich auf dem Trip unterstützt haben, die mir geholfen haben, die ich kennenlernen durfte. England, ganz großen Daumen nach oben. Ihr seid wahnsinnig toll. Ihr habt ganz tolle Menschen hier im Land. Vielen, vielen Dank dafür und ich komme auf jeden Fall wieder. Ich bin Fan von England. Ich komme meinem Platz näher. Hier geht's rein. 518, ich habe meinen Platz gefunden und das ist die Sicht auf den Pitch. Perfekter Platz, ich habe alles gut im Blick, die beiden Mannschaften sind schon auf dem Feld zu warm machen. Kann hoffentlich bald losgehen. Diese wellenartige Tribüne schaut auch richtig cool aus, das Dach ist alles sehr stimmig in dem Stadion. Bin mal gespannt, wie die Stimmung ist, bei dem Spiel bestimmt gut. Im Gegensatz zu manchen anderen Stadien hat man hier richtig gut Platz und die Sessel sind auch alle gepolstert, wie man sehen kann. Finde ich cool. Die Aufstellung ist jetzt auch draußen. Arsenal beginnt so. Vorne mit unserem Deutschen auch Kai Havertz. Und Liverpools Aufstellung schaut so aus. Hinten mit Van Dijk und vorne die drei Granaten. Mo Salah, Nunes und Diaz. Absoluter Gänsehautmoment. Die Hymne von Arsenal wird gespielt. Wow. Visitenkarte abgegeben.
und der Torwart strahlt eine Unsicherheit aus, das gibt's nicht. Zweiter Fehlpass schon. Ecke Liverpool. Vorsicht. Oh nein, Ausgleich. 1:1. Virgil van Dijk. Die freuen sich natürlich jetzt. Aber gleich die Reaktion vom Publikum. Positiv. Ah, einmal vom Tor, das erste Mal vom Tor. Ausgleich. Die feiern natürlich den Ausgleich, die Liverpool-Fans. Auch sehr lautstark da hinten im Eck. Freistoß Arsenal. Gut! Oh! Oh! War da Kontakt? Oh, oh! Ich glaube, da gibt es nichts außer Abstoß. Saka wieder. Saka! Saka! Oh, schade! Guter Abstoß! Jetzt liegt einer! Jetzt liegt einer! Jetzt soll ich so weiterspielen. Geht richtig ab hier. Er liegt. Jetzt geht es wieder. Oh, das mögen Sie hier in England gar nicht. Das mögen Sie hier in England gar nicht. Das darf man hier nicht machen. Am Boden liegen und dann weiterlaufen. Geht hier in England auf jeden Fall nicht. Arsenal über links. 1-1. 1-1, jawohl. Guter Ball. Guter Ball. Es ist schade. Ah, shit. 28 Minuten gespielt. 1-1 nach wie vor. Wieder über links. Da tritt ich rein. Oh, zu kompliziert. Zu kompliziert. Oh, der holt den Ball. Elfmeter. Es muss Elfer geben. Oh. Es muss, glaube ich, Elfer geben, oder? Ich schätze VAR. Aber wird es jetzt eine heiße Diskussion geben? Also ich habe es mir gerade angeschaut. Das muss Elfmeter geben. Alles andere ist Wahnsinn. Also ich habe es mir gerade bei mir am Handy in der Wiederholung angeschaut. Wenn das kein Elfer ist, ist Wahnsinn. Also da muss ich schon ganz schlecht glauben. Böses Foul. Ich bin gleich geschimpft, aber ich bin beruhigt, weil es Geld gibt. Drücken, überlegen. Und? Guter Versuch. Ja! Oh! Schade. Ah, das ist wieder fallen, gibt es wieder Ärger hier. Freistoß Arsenal. Hebt die linke Hand. Was das zu bedeuten hat, dreideutig. Fans singen so schön wie in England. Wow. Chance für Liverpool, zweite erst. Solche Aktion werfen. Das
Halbzeitfazit 2:1 für Arsenal und das hochverdient. Liverpool sehr defensiv, war nur zweimal vom Tor, einmal davon war er drin. Deswegen verdient Arsenal vorne. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit, kann geil werden. Stimmung super, macht Spaß. Geiles Abendspiel, weiter geht's. Mannschaft sitzt zurück auf dem Feld, Liverpool macht noch ein paar Übungen und Arsenal beschwert sich nochmal. Arsenal stoßt an zur zweiten Halbzeit. Liverpool über die rechte Seite ist erstmal in der zweiten Halbzeit. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Da müssen die aufpassen. War jetzt am Anfang sehr ruhig alles, aber jetzt wachen sie wieder auf. Die Jungs und Mädels aus dem Stadion. Wenn der Alexander handelt, probiert's mal. Ah. Gut gesehen. Gute Flanke. Liverpooler Ball. Was ist das? Thiago. Und, oh, Vorsicht. Ja, gut. Eckball. Das ist geklopft, der Kenny-Klopf von Newcastle United. Da haben sie auch mal dahin geklopft. Salah auf der Seite. Mit dem Ausriss, die Flanke. Wow, Vorsicht. Oh, gut. Aber die Flanke war Wahnsinn. Mit dem Ausriss. So, und jetzt Konter. Nein. Bin gespannt, der ist immer gefährlich. Oh. Und? Da war ein Zupfer. Oh, da war ein Zupfer. Die wollen natürlich Elfmeter haben. Mit der Chance und ja, 2-2. 2-2, das geht zu einfach. Die flippt natürlich aus hier. Die flippt voll aus. 2-2. Das ging jetzt viel zu einfach. Liverpool gleicht aus 2-2. Ja, das ist genau der Tipp, den ich vorher gesagt habe. Ich hoffe aber, dass Arsenal eins schießt. Aber Hauptsache ein geiles Spiel. Jetzt wieder in die Mitte. Ja, wieso nicht? Oh, schade. Die peitscht nochmal alles nach vorne. Rechter Arm, was das zweideutige Zeichen. Ecke Arsenal. Ecke. Kommt gut. Oh, schade. Schuss. Oh, schade. Kam genau auf die Mitte. Aber da geht noch was. 1,5 Minuten noch regulär, bloß Nachspielzeit. Mal schauen, ob was geht. Der nächste junge Mann, Nummer 53, die Nummer von Herbie übrigens, wer ihn noch kennt. Auf der Seite und wieder in die Mitte. Die Youngsters. Oh, Elinho, Nummer 53, oh, Querschläger. Was ich da rede alles. Kai. Was faul? Was war das? Er gibt das Tor nicht. Wir haben insgesamt 7 Minuten Nachspielzeit und es gibt Ecke für Liverpool. Vorsicht jetzt. Vorsicht jetzt. Gibt es Foul? Muss es Foul geben. 1, 2, 3, wo ist der Ball? Immer noch, immer noch, immer noch und Ecke! Ganz klare Ecke muss er geben. Muss Ecke geben. Sehr fragwürdig, der Herr in Blau. Sehr, sehr fragwürdig. Heute die ganze Zeit schon. Schlusspfiff im Emirates. 2:2. Das geht dem Schiedsrichter.
Schiedsrichter übrigens die Buhrufe. Ja, mein Schlussplädoyer steht noch aus. 2:2 Endstand im Emirates Stadium. Mein Tipp vom Spiel, also Gold, richtig. Vom Spielverlauf her kann man es genau so auch mitnehmen. Stadion, richtig geil. Geile Stimmung, geile Fans, vor allem geile Leute wieder kennengelernt. Mich haben einige angeschrieben, hey Marco, wen supportest du denn eigentlich in England, wenn du immer in den ganzen Stadien unterwegs bist? Ganz ehrlich, ich bin Fan von diesem Land, ich bin Fan von den Clubs, ich bin Fan von den Fans, aber am meisten bin ich Fan von den Menschen hier in England, die mir die letzten 3 Tage ja, wieder diesen Trip zu einem absoluten Erlebnis gemacht haben, die mir geholfen haben, an irgendwelche Plätze zu kommen, an meinen Sitzplatz, an Bahnhöfe. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, England. Thank you very much for that. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin wie immer begeistert. Und ja, ich muss das Ganze erstmal mental verarbeiten, was die letzten 3 Tage auch passiert ist. Deswegen, ja, lasst mir ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben. Ich würde euch gerne auf die nächste Stadion-Trips mitnehmen. Und deswegen bitte ein kostenloses Abo dalassen. Ich bin müde, ich bin kaputt, ich schlafe fast ein, aber ich bin überglücklich. Und das ist das Wichtigste. England, thank you so much. Cheers, see you next time. Bis bald, servus, ciao, baba, adios.